Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Hinterwäldler. Und es ist das Dead by Daylight Halloween Event. Ich fasse es kurz zusammen. Was gibt's da? Es gibt besondere Generatoren, besondere Haken. Wenn Überlebende an diesen Generatoren arbeiten oder Killer-Überlebende an diese besonderen Haken hängen, dann bekommen sie besondere Spaltenergie. Die seht ihr unten links. Wenn der Balken halb voll ist, man 15 Energie gesammelt hat, dann gibt man die an solchen Spalten ab. Genau, das Ganze muss man im Grunde zweimal machen. So, außerdem gibt es Kürbisse, durch die man außerdem auch noch diese Energie bekommt. Und genau, wenn man das schafft, das voll zu machen, dann bekommt man nach der Runde ein Cosmetic. Es gibt insgesamt 12 Cosmetics, die man freispielen kann. 6 für Überlebende, 6 für Killer. Genau. Ich denke, hier kriegen wir immerhin den Schlag jetzt. Ja, perfekt. So, das Fenster, oh, ist der Gen durch, aber ja, dachte ich mir. Das ist zu. Okay, hart im Nehmen könnte dich jetzt noch retten. Ja, habe ich dich. Perfekt. Genau, also, so, ich habe jetzt sie erstmal einfach gejagt. Sie hänge ich jetzt an so einen Haken. Jeder Haken ist im Grunde besonders. Ich wähle jetzt hier einfach einen Geißelhaken aus. So, dafür sollte ich auch nochmal Energie bekommen. Und tap. So. Sie hängt, genau. Ich habe jetzt dadurch 5 Energie, glaube ich, bekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich dachte, ich hätte hier gerade eben jetzt auch jemanden gesehen. Ich habe mich vielleicht komplett verguckt dort hinten. Genau, also ich bin bald bei meinem Limit. Ich kann jetzt auch schon zu dem Spalt dort gehen und das abgeben. Oh, ich wollte gerade sagen, Mac, ist es das wert? Aber dann habe ich vergessen, dass ich eigentlich super eingerostet bin mit dem Billy. Und es deshalb natürlich wert ist für die Mac, mich hier auszuspielen. Na los, hau sie doch! Dann macht die das Ding mitten in der Jagd hier. Frech! Ich hätte die Säge aufladen sollen. Okay, wenn ich Überlebende niederschlage oder Überlebende mich mit einer Palette stunnen, dann, verliert die, also beziehungsweise ich kriege die Whiffed-Energie von den Überlebenden, so ein bisschen davon zumindest. Wenn ich Überlebende niederschlage und die Überlebende bekommen meine, wenn sie mich aufhängen. Solange ich halt die noch nicht bei so einem Spalt abgegeben habe. So, jetzt sollte ich, dort hinten ist so ein Spalt, jetzt könnte ich das irgendwo abgeben. Ich habe 15 erreicht, kann glaube ich auch nicht mehr sammeln. Dort hinten ist so ein Whiffed. Ja, den sehe ich auch mit Aura hervorgehoben. So, gebe ich hier ab, zack, bekomme einen Speedboost für eine kurze Zeit. Okay, und vielleicht erwische ich hier unten jemanden. Boah, das Schöne ist, ich habe halt jetzt den Speedboost, ne? Für kurze Zeit. So, habe ich dich. Perfekt, und sie hatte sogar noch Energie, deshalb bekomme ich ihre Energie. Genau, also so viel zu diesem ganzen Energiezeug. Also ich muss halt besondere Haken machen, Überlebende besondere Generatoren machen. Alle Haken und Generatoren sind aber besonders. Da hätte ich mich besser umschauen sollen. Hä? Das gibt's doch nicht. Dort, die Mac. Das haben wir raus. Sie versucht dazwischen zu kommen. Oh, dass sie dazwischen gekommen ist, ärgert mich. Ja, damit habe ich immerhin dafür gesorgt, dass die Mac hier bei dem Stein ist. Und ich geradeaus weiter rennt. Ich bin wirklich nicht so eingespielt mit Billy, ne? Oh, es tut schon fast weh, ne? Weil ich war mal so gut mit ihm. Naja. Hab ich dich. Was lange währt, wird endlich gut. Komm mit. So, ich sammle hier die ganze Zeit schön die Energie auf. Das ist Teil 1 des Events. Also man macht hier diese besonderen Haken, sammelt die Energie auf, gibt die Energie ab und ja, wenn man, wie gesagt, 30 voll hat, dann bekommt man ein besonderes Outfit nach, beziehungsweise ein Teil nach der Runde, ein Cosmetic-Stück. Und außerdem gibt es noch einen zweiten Teil des Events. Ihr beide hier, hallo. Hart im Nehmen hat sie garantiert. Na los, zünden.
Ja, danke. So, jetzt hätte ich zum Beispiel meine Energie schon voll. Und sie machen noch einen Gen. Dort hinten, Leute, das ist gefährlich. Jetzt weiß ich halt, wo ihr alle seid, ne? Und jetzt sehe ich auch die letzte dort anlaufen. Hep. Da haben wir nämlich die letzte. Aber ich bin halt eingerostet mit Billy. Vor allem die Gier nach dem einen Generator dort, ne? Hab ich dich. Und alle liegen. Ende. Das war's. So. Genau, also außerdem, ne, das wollte ich noch sagen, es gibt jetzt außerdem einen besonderen Archivband, so ein Halloween-Tome, den gibt es nur jetzt zu Halloween. Das heißt, wenn man da die Aufgaben macht, kann man dort verschiedene Skins freischalten. Einmal ein komplettes Outfit für Kate, ein komplettes Outfit für die Hexe und verschiedene Charms gibt's dort. So, die Kürbisse kann man kaputt machen, dann bekommt man auch nochmal einen Speedboost. Okay, hallo. Genau, die hänge ich nach dort. Das ist der zweite Teil, den es noch gibt. Und außerdem gibt es besondere Opfergaben, die jetzt mehr Blutpunkte geben, wenn ihr besondere Haken macht, besondere oder besondere Generatoren macht. Genau, so viel ganz grob dazu, ne? Boah. Ey, ich bin wirklich super eingerostet mit Billy. Übrigens, das, was ich hier gerade in der Hand habe, diesen klebrigen Hammer, das ist auch eine der Waffen. Mensch, ich wollte so viel eigentlich erklären, aber boah, ihr habt die Runde auch gesehen, oder? Es war so ein Chaos. Ich bin froh, dass ich es dann doch noch irgendwie hinbekommen habe und die Überlebenden ein bisschen zu gierig waren mit ihren Generatoren. Das hätten sie halt dort nicht an der Stelle nicht machen sollen. Also genau, das ist zum Beispiel einer der Skins, die ich jetzt bekommen habe. Ja, die ich vorhin schon mir mal freigespielt hatte. So, und das hier ist auch eine der Aufgaben, die ich gemacht habe. Hier, bringe 15 von diesen leeren Einheiten zu so einem Spalt. Das habe ich geschafft. So, Pip gemacht, wunderbar. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nochmal in die Hauptlobby. Um euch kurz zu zeigen, wie das jetzt aussieht. Weil ich habe ja jetzt alle Rift-Energie gesammelt. So, ich bekomme jetzt hier so ein Torso-Teil für eine Überlebende. Ich habe es gerade nicht genau gesehen. Aber ich parkiere noch mal eine zweite Runde. Also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde mit dem Hinterwäldler. Ja, sorry noch mal für das Chaos gerade eben. Es ist zu schwer, manchmal während des Killerspiels irgendwas vernünftig zu erklären und dann auch noch ja, Überlebende zu jagen und mit einem Killer zu spielen, den man halt sonst nicht so häufig spielt und nicht mehr so häufig. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Aber gut, ich denke, ich habe alles erklärt, ne? Also, ihr sammelt die Energie, entweder indem ihr halt Leute aufhängt als Killer, überlebende Generatoren reparieren. Ah! Oder da. Ah! Tot. Okay, cool, dass das drauf ging. Okay, genau. Und ihr bekommt außerdem die Energie von Überlebenden, wenn ihr sie niedermacht, wenn die welche hatten. Und ihr bekommt sie als Überlebende, wenn ihr den Killer stunt, wenn der Killer welche hatte und nicht alles schon abgegeben war, ne? So, damit habe ich ihn aufgehangen. Genau, und ich mache auch nebenbei fleißig diese ganzen Archivaufgaben. Okay, Leute. Ihr wollt sterben, wo seid ihr? Ganz oben ist irgendwas. Echt, ist das wieder der Tab? Ach, Tab, lass mich doch in Ruhe. Der hüpft doch die ganze Zeit ganz komisch. Ja, ja, ich lass dich ja auch in Ruhe. Oh, Sprintboost, Michaela. Vor allem der Tab, ne, der freut sich so richtig. Haha, ich bin hier oben drauf. Aber es ist wahrscheinlich einfach gerade ein verbuggtes Fenster, ne? Ja, dort runter. Ach, das Fenster ist auch kaputt. Tap! Alter, Tap! Okay. Der hat sich jetzt hier geheilt. Ich kann ihn da leider nicht hauen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht von unten hauen kann. Ja, von unten käme ich wahrscheinlich ran. Ist halt so Quatschköpfe. Okay. Da ist gegengetreten. Und ich wurde gestunt, ne? Deshalb habe ich Punkte verloren. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch gerade eben noch mehr, oder? Hier könnte ich die direkt schon mal abgeben, wenn ich schon 4 habe. Zack. Und bekomme dafür auch einen kurzen Speedboost.
Das ist eigentlich ziemlich cool als Bee, ne? Oh, ich glaube, ich wäre gegen den Gen geprallt, auch wenn es anders aussah. Hallo, Twight. Ja, der kommt hier zur Palette. Da gebe ich ihm lieber einen Schlag mit dem Honighammer. Okay, wichtig ist auch, ihr müsst halt das, dieses Zeug vollständig abgeben. Nur dann kriegt ihr, jetzt, wenn du keinen harten Nehmen hast. Hast du nicht. Also ich muss hier das zum Beispiel voll machen. Okay, niemand da. Also diese Lernenergie vollständig einsammeln, nur dann kriege ich auch ein Cosmetic, wenn ich halt kurz davor bin. Dann kriege ich da nichts. Das heißt, ich muss da echt... Oh, schade. Ich dachte, wenn ich wieder schreie, dann kriege ich sie vielleicht. So, Überraschung. Verblüffen. Und sie denkt sich, Überraschung, Felix. Ich bin ganz anders lang gelaufen. Ach, Michaela, lass mich doch. Dort unten bist du. Okay. Oh, verdammt. Oh, ich bin wirklich so eingerostet, aber ich krieg trotzdem den Hit. Ich würde mich jetzt extra nicht stunnen lassen, damit die mir nicht wieder meinen Honig dort wegnimmt. Meine Lernenergie. Das heißt, nur bei Scape ist das nicht gleich ein Honig. Okay. Hallo, Michaela. Warum nehmen? Nee, die hatte Sprintboost. Stimmt. Jetzt habe ich extra so ein Bild mitgenommen mit so Ruf der See, Ausbruch, aber ich trete halt nie gegen Gens. Das ist nicht so schlau. Naja, ist da nichts. Okay, hier seid ihr also. Hab. So, ich bekomme wieder ein bisschen leeren Energie. Hm, hallo Ada. Die hat hier oben nur noch eine Palette, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hier unten ist es nicht. Oben meinte ich mir. Ey, da oben, nicht unten. Ich. Perfekt. So, komm mit. Dort ein. Ja, wobei ist hier irgendwo. Dort ist ein Geiselhaken. Dadurch, dass jetzt die ganzen Haken gelb sind, ist man irgendwie so versucht, ja komm, schön auf den gelben Haken, aber nein, ich muss ja die Geiselhaken nehmen. Okay, das zerstöre ich mal kurz. Der geht zurück. Dort hinten ist so ein Spalt. Da gebe ich direkt mein Zeug ab. Damit das auch mal vorangeht. So. Energie übertragen. Und ich bin jetzt Speed. Oh, Chat, ne? Da hatte der kurz Angst, weil er dachte, oh, der Billy. Okay, Tap. Ey, der Speed ist so gut für den Billy. Ah, wenn man gut mit dem Billy ist, ne? Jetzt ist das Speed auch schon wieder vorbei. Schade. Ich hätte den da gerade so schön haben können, ne? Hätte, hätte. Hab ich aber nicht. Dort hinten haben wir Michaela. So, ruft der Seeausbruch drauf. Wow. Okay. Ab da durch. Hat die? Ja, die hat ja auch nochmal ein Fenster. Oh, okay, da. Was ist das doch? Die machen doch wieder Generatoren. Frech. Wie viele Fenster willst du haben? Ja. Oh. Oh, Geduld, Felix, Geduld. Dann kriegst du den auch. Jetzt nicht. Hab ich dich. Ja, war es nicht wert, ne? Okay, ich brauche trotzdem langsam den Kill. Nee. Weg. Mein Gen. Die repariert den nicht weiter, hoffe ich. Hep.
So, gib mir wieder leeren Energie. Hörst du auf? Ah. Hast du den gerade? Das war frech. Och Mann, ich bin doch so eingerostet. Naja. Schade drum. Ich hätte jetzt gerne schon direkt gehabt, aber ich hatte sie auch schon zweimal, ne? Richtig. Wunderbar. Boah, Billy ist manchmal wirklich viel zu kompliziert zu spielen. Also ich meine, klar, man kriegt einen One-Hit, aber mit Bubba? Da wirft man die Säge an und dann geht's. Also, aber mit Billy, hui. Geht's manchmal nicht so einfach, wie man sich das wünscht. Hier trete ich gegen. Ich glaube, auch mein Purple ist halt nicht so optimal, ne? Warte mal, ist die da noch? Oder? Nee, die hat sich da nicht mehr versteckt. Beziehungsweise die ist wahrscheinlich weitergelaufen. Okay, jetzt müsste ich wieder nach dort oben, um mal kurz das Zeug abzugeben. Dann brauche ich nur noch so ein Fitzel, ne? So, gib mir das her, danke. Und ich habe wieder Speed. Oh, Leute. Der Tod kommt. Und der heißt Felix. Oh, Michaela. Fenster hier. Okay. So viel zum Thema, der Tod kommt. Der Tod kommt aber sehr, sehr langsam und gemächlich. Und ja, bald, bald, Michaela. Und er sieht auch keine Rennspuren, Michaela. Kennst du das schlimm, ne? Wenn der Tod keine Rennspuren sieht. Oh. Ey, das ist auch so ist mit diesen Fenstern gerade und ich ausgerechnet auch noch die Map bekomme. Oh, die lachen sich alle schlapp, ne? Ja, letzter Gen durch, kommt schon. Ist doch nur... Oh, wo, was? Habt ihr... Hä? Dort hinten haben wir Michaela. Aber der Tap, der war doch gerade direkt in mein Gesicht. Das war ja komisch. Perfekt. Sie dachte sich, komm Felix, ich renne jetzt nochmal schön eine lange, geradlinige Bahn für dich, damit du nochmal ein Erfolgserlebnis zum Schluss hast. Oh, ich glaube, wenn ich eingespielter mit Billy wäre, dann wäre das auch schon ein bisschen lustiger alles jetzt gerade gewesen, der Runde. Oh, Tap. Ja, kann ich auch, zack. Genau, und jetzt treppen die dort. Frech. Nee, 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 nee. Oh, oh. Oh, okay. Okay, du kommst mit. Ich würde hier sehr gerne aus der Runde mit zwei Kills rausgehen. Dort hinten haben wir Dwight. Aber ich glaube nicht, dass sie mir nochmal zwei Kills schenken werden. Nee. So, ich meine, wenn ich vielleicht den Dwight hier irgendwie bekäme. Da was gesehen? Nein. Ja, der ist garantiert schon da. Ach, meine Güte, ich habe den Kill gemacht und ich spiele Billy nicht so häufig. Und ich bekomme jetzt wenigstens meinen Cosmetic. Genau, denn wenn die Runde zu Ende geht oder ihr rausrennt, dann zählt das auch wie abgegeben. Ui, das waren Überleben, die waren gut. Aber ich hätte wahrscheinlich einfach früher mal ab und zu mal schlagen sollen. Aber Mensch, da spiele ich schon mal Billy, da will ich auch meine Säge benutzen. Good game, well played. Gute Überlebende. Hat Spaß gemacht. So, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, was für ein Cosmetic-Teil ich bekomme. So, ja, komm, quit ab, ja, los. Ach, das zählt anscheinend nicht. Ich hätte es wirklich am Ende noch mal abgeben müssen, diesen einen Punkt. Das ist sehr nervig. Ich hätte mich jetzt über noch einen Teil gefreut, aber egal, passiert. Übrigens, es gibt, ich hatte ja schon erzählt, es gibt so Opfergaben, ne? Die sehen so hier aus. Damit bekommt ihr einfach mehr Blutpunkte für diese besonderen Haken oder Generatoren, ne? Ist ganz nett. Und ihr seht außerdem irgendwie diese Swift-Risse dort besser, ne?
Genau. Na gut, das war's zum Event. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.